Naja, das ist letztens passiert. Heilige Scheiße. Und so geht es jetzt weiter. Der Ausgang. Er liegt direkt vor uns, aber die Dämonen stehen uns im Weg. Willkommen zurück zu Murdered Soul Suspect. Ich muss hier irgendwie rauskommen. Ganz ehrlich, und das... Oh Gott! Das Vieh muss ich auch umbringen, irgendwie. Keine Ahnung. Dreh dich um. Dreh dich um. Let's do it! No, nee! Na toll, das war's dann wohl. Nee, ich bin entkommen. Wie zur Hölle war das möglich? Keine Ahnung. Find den Versteck! Ja, wie denn? Ich hab keine Ahnung wo. Hier gibt's keine Geister. Keine Geister! Hilfe, Hilfe! Okay, ich denke, wir haben ihn irgendwie beruhigt, oder? Kann das sein? Wir machen das gleich nochmal. Ich hab ihn! Okay. Wow, das war echt ein bisschen... Das war heftig. Aber gut, wir haben es endlich geschafft. Hey, wir bringen mal eine Geschichte zu Ende. Abgeschlossen. Geschichte ansehen. Okay, eine Reihe mysteriöser Erinnerungen gesammelt. Flashback abrufen, let's do it. Es war ungefähr Sonntagmittag, als mich die Bitte des Priesters erreichte. Er suchte nach jemandem, der die alte Kirche reparieren könnte. Sie stand seit über 40 Jahren verlassen auf dem Hügel, nachdem ein Blitzeinschlag 98 einen äußerst verheerenden Feuerschaden verursacht hatte. Natürlich erklärte ich mich einverstanden. Ich wusste, dass etwas nicht stimmte, sobald ich sie betrat und mich ein unerklärlicher Schauer überkam. Ich schüttelte ihn ab und begann mit der Arbeit. Als ich die beschädigten Bodendielen aufriss, naja, eigentlich waren sie alle zerstört, entdeckte ich ein altes Rattennest. Es sah aus wie jedes andere, das ich in meinen 22 Jahren auf dem Bau gesehen hatte, bis mir auffiel, dass dieses aus menschlichen Haaren und Knochen gemacht war. Plötzlich begannen die Bretter im ersten Stock über mir zu knarzen und ich hörte das Weinen eines jungen Mädchens. Nun, ich sorgte mich, dass der beschädigte Teil der Decke unter ihrem Gewicht nachgeben könnte und rief, »Hey, halt, komm sofort runter!« Meine Stimme musste sie erschreckt haben, denn sie wurde auf einmal völlig still. Also stand ich auf und machte mich auf die Suche nach ihr. Als ich den Raum oben betrat, war ich überrascht, ihn völlig leer vorzufinden. Ich hatte keine Minute nach oben gebraucht. Und wenn das Mädchen fortgerannt wäre, hätte ich sie gehört. In dem Moment hörte ich wieder das Weinen, diesmal aus dem Glockenturm. Als ich die lange und tückische Treppe hochstieg, bemerkte ich Flecken auf dem Boden, die wie getrocknetes Blut aussahen. Als ich endlich den Glockenstuhl erreichte, war ich vor Entsetzen förmlich gelähmt. Vor mir lag die verwitterte Leiche eines kleinen Mädchens. Ihrer von der Sonne gebleichten Kleidung und den verwitterten Knochen nachzuurteilen, hatte sie wohl den Großteil der 40 Jahre, die dieser Ort verlassen war, dort gelegen. Die Ratten hatten ihre Knochen sauber abgenagt. Ich rannte weg. Ich hielt erst an, als ich in der Stadt war. Der Zahn der Zeit hatte es den Behörden unmöglich gemacht, die Identität des kleinen Mädchens festzustellen. Salem wird wohl nie wissen, wer sie getötet hat. Manche sagen, sie hören sie dort immer noch weinen. Ich selbst bin nie zurückgegangen. Das klingt furchtbar, aber war auch irgendwie interessant. Könnte durchaus das Werk des Glockenmörders gewesen sein. Da ist wieder mal dieses Ding, was wir überwinden müssen. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich muss hier irgendwie zurückkommen. Die Frage ist, wie? Zum Teufel, mit der Katze? Nee. Mit der Katze auf keinen Fall, oder ist sie immer noch hier? Katze? Hey, Katze, nee, bist nicht da, was? Bist nicht, hey, was ist denn das hier?
schwer. Gut, immer noch der alte Fall, die alte Szene, Besitz ergreifen. Kann ich nicht sagen, ey, geh mal darüber. Ach, wir haben ja eine Range auf das Ganze, okay, verstehe. Ich dachte, das klappt nicht, wenn wir so weit weg sind. Hier sind wieder Dämonen. Dämonen! Weißt du, was ich da mache? Nichts. Keine Ahnung. Kann ich hier irgendwie weg? Kann ich die überspringen oder sonst irgendwas? Bitte? Ich möchte da nach oben, bitte. Bitte. Okay, irgendwie funktioniert das nicht. Ich komme da oben nicht hin. Wir müssen uns also hier rumschleichen. Wo ist denn jetzt hier? Hier sind keine Schatten, Mann. Okay, dahin. Dahin, dahin. Und jetzt kann ich gleich rausgehen, ne? Niemand guckt. Tschüss. So. Mach deinen Geisterkram und hol mich hier raus. Mach schon. Vertrau mir. Du bist hier besser aufgehoben. Sicher. Okay. Was ist passiert? Er hat nicht gelitten. Du lügst. Er starb, um Unschuldige zu beschützen. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Er ist meinetwegen gestorben. Hey. Auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren hilft bei unerlaubtem Betreten und Flucht nicht. Also spar dir die Verrücktheit, klar? Mann, Rex, mach mal halblang. Was sagst du zu deiner Verteidigung? Nicht? Dachte ich mir. Wir überlegen uns auf dem Revier, was wir mit dir machen. Warum passiert mir das schon wieder? Joy, sag ihm, was wir entdeckt haben. Sie müssen alles wissen. Du musst ihn irgendwie überzeugen. Wo gehst du hin? Der Mörder hat einen Hinweis auf das alte Herrenhaus, das wir im Museum sahen, zurückgelassen. Erzähl Rex auch davon. Das ist vermutlich das Versteck des Mörders. Okay, ich versuch's. So, Ziel erfüllt. Joy ist sicher in Haft. Finde Joy, begib dich zum Haus des Urteils. Das ist da hinten irgendwo. Also müssen wir wahrscheinlich wieder quer durch die Stadt, Mann. So, ich habe mal ein bisschen vorgespult. Wir sind jetzt beim Haus des Urteils, beim Hintereingang. Und da steht Danger. The Judgment House. Wir gehen mal rein. Zu seiner Blütezeit war das wohl mal ein interessantes Museum. Jetzt wird es nur noch von rostigen Nägeln und Gerüchten gestützt. Ein Haus, in das du nicht mal deinen schlimmsten Feind schicken würdest. Okay, da ist es. Das Haus des Urteils. Vielleicht ist dieser verlassene Ort doch nicht so verlassen. Ich hasse es, wenn ich recht habe. So, und da sind wir auch im Haus und das Witzige ist, das Haus liegt direkt neben der Polizeistation, theoretisch, also wenn das hier niemand mitbekommen hat, dann weiß ich auch nicht, was mit den Leuten hier los ist. Die Polizisten sind nicht gerade auf Zack. So, hier ist irgendwas zum Enthüllen. Ein Weg und da liegt etwas für mich.
Okay, noch 10 mehr. Die weiteren Geschichten werden bestimmt nicht mehr aufgedeckt. Ich versuch's gar nicht erst. So, gibt's hier Dämonen? Ich schätze nicht, was ist das denn hier? Gedicht 1. Sie, die mit dem Teufel tanzt, sie fällt und birst und schwankt. Das Seil ihr soll zum Fall gereichen, des Teufels Schulden sie soll begleichen. Oh. Okay, creepy. Ein bisschen creepy. Aber ich verstehe schon. Der Mörder hat halt einen Knall, ne? Und ich weiß genau, dass es Baxter ist. Offensichtlich. Niemand anders kommt in Frage. Das muss einfach so hinkommen. Was ist das da? Gedicht 2? Gedicht 3. Okay. Hüte dich vor dem Mann so unrein, dass er ein Hex schützt vor Unheil. Ihr Schatten liegt auf seiner Seele. Der Verdammnis ewige Lehre. Eine ewige Lehre. Was soll denn das? Weißt du, ich verstehe das nicht. Was sind das für seltsame Gedichte, Mann? Wir fangen mal da vorne an mit den Räumen. Ich bin jetzt einfach hier durchgesprintet, weil ich mir dachte, hey, das wird schon. Da komme ich nicht rein, da komme ich rein. Da bin ich drin. Was ist das? Der nächste Hinweis. Ansonsten ist hier nicht viel zu holen. So. In diesem Raum ist auch nicht viel los. Oh, doch. Noch ein Hinweis. Asche zu Asche. Staub zu Staub. Bücher in den Schrank. Keine Ahnung. So, okay, da ist noch ein Gedicht. Gedicht 2 wahrscheinlich. So, unnatürlicher Bund aus Geist und Fleisch, einem Freund gleich die Seele entreißt, mäst mit Sichel, drischt mit Forke, bist du leblos bist. Nee, bis du leblos bist und ohne Sorge. Na gut. Okay. Ich kann dem schon ein bisschen folgen irgendwie, keine Ahnung. Hier können wir nichts machen, das Piano ist außer Betrieb. Außer Betrieb. So, jetzt sind wir hier wieder. Was ist in dem Raum noch los? Keine Ahnung. Ist das ein Badezimmer? Ja, ist ein Badezimmer. Ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst. Alles sehr seltsam hier. Exit. Hallo, Leute. Na, was geht hier hinten? Nicht viel. Okay, gut. Hier waren wir schon. Das ist ein weiteres Badezimmer. Wir folgen einfach dem Weg hier in diesen Raum. Oh, und da ist Gedicht Nummer 4, schätze ich mal. Okay. Zu befreien das Land von Schuld, der Wachsamkeit Geduld und das Wirken der Gewalten wird zum Urteilsspruch gereichen. Das ist ein ganz furchtbares Gedicht. Hier können wir durch, guck mal. Heilige Scheiße, sieh dir all diesen Mist an. Was ist das? Frische Farbe, das wurde gerade erst fertiggestellt. Flieg, kleine Hexe, soweit du kannst. Heute Nacht verfolgt dich große Angst. Beide Reiche du sollst verlassen und wie andere im Tod verblassen. Oh nein, das handelt von Joy. Er wird sie heute Nacht töten. Okay, ich sollte mir das alles mal ansehen hier. Finde das Zimmer, habe ich. Finde heraus, ob der Mörder noch im Haus des Urteils ist. Oh, was ist denn da hinten los? Warte mal. Oh, nö! Ach so, okay, cool, cool. Macht nichts, alles geil. So, das kennen wir ja schon jetzt. Das ist nichts Neues. Was ist das hier? Zeitung? So, drittes aufgeknüpftes Opfer entdeckt. Bizarre Aufknüpfungen lassen auf Salems schändliche Vergangenheit zurückblicken. Ja, stimmt schon. Was ist das? Ein Teddybär. Was? Persönliche Gegenstände von Leuten. Die Map? Okay, irgendeine Vergangenheit, mörderische Vergangenheit. Dann haben wir hier noch eine Zeitung. Der Teufel hat mich gezwungen. Bürgermeister Studer weist Schuld von sich, nachdem er eine Reihe... qualvoller Morde angeklagt wurde. Okay, gut. Der Teufel war es, natürlich, der Teufel. Wem willst du denn das erzählen, Bürgermeister? Niemandem hier, niemandem. Bilder. Okay, Opfer und Mordmethoden, Ermittlungen abschließen. Warte. Ähnliche Morde.
Mehrere Mörder. Jahrzehnte auseinander. Ist das eine Reihe von Nachahmern? Eine Verschwörung? Was hast du noch in diesem Haus versteckt, du Freak? Was war das? Ja, was war das nur? Und ich denke nicht, dass das Nachahmungsmörder ist, sondern immer noch der gleiche. Der ist halt unsterblich oder sowas. Die Schwingungen, die ich von diesem Haus empfange, sind unglaublich. Es ist wie im Museum. Die alte Gewalt versucht, die neue zu übernehmen. Ich muss Officer Baxter informieren. Das hier könnte entscheidend sein. Okay, Störungen im Haus des Urteils. Wer stört denn hier? Oh, ich hab keinen Bock auf sowas. Warte mal, vielleicht doch. Wir warten mal kurz hier. Die Krähe wird gleich mal ablenken. Oh nee, er kommt immer näher. Ich will das nicht. Bitte verschwinde aus meinem Bereich. Oh, Leute. Nö! Okay, ich bin tot. Einfach nur, weil dieser Raum so eng war und ich nichts machen konnte. Mist. Untersuchen Sie die Scheiße hier. Na gut. Okay, ich hasse dieses Dämonenspiel. Ich hasse es einfach nur. Ganz ehrlich. Dreh dich um. So, dich habe ich. Oh mein Gott, nervt das hart, ne? Diese verdammten Dämonen. Oh, Moment. Oh nö! Oh mein Gott. Ah, ich will das nicht. Du siehst mich nicht! Oh, danke, du hast mich nicht gesehen. Ich hasse Dämonen. Habe ich das schon mal gesagt? Ja, ich denke schon, ne? So, der kommt jetzt hierher. Gott, diese verdammten Räume hier. Es ist alles viel zu eng. Wie weit läuft denn der dann in den Raum rein? Wie soll man das denn schaffen? Ganz ehrlich, es ist unmöglich, diesen verdammten Dämon abzulenken. Hau ab jetzt. Lass mich doch einfach in Frieden. Oh. Endlich habe ich ihn, Mann. Oh, was für ein Mist. Was für ein beschissener Abschnitt hier. Ganz ehrlich, ich habe das jetzt viermal, fünfmal gemacht. Und ich bin mir sicher, ich habe auch die Hälfte weggeschnitten, weil es echt so ewig gedauert hat, gerade mit diesem blöden Dämon. Dämon? Ronan, der Fremde. Pff. Weißt du was? Ich mache jetzt hier einen Cut. Ohne Mist. Und dann, keine Ahnung, hier geht's runter. Da habe ich mich also nochmal ganz dezent aufgeregt zum Ende der Episode hin, aber das muss ja auch sein, denn wo die Dämonen sind, da ist auch Ärger und ja, ich weiß auch nicht, was haben sich die Entwickler dabei bloß gedacht? Das ist so nervig und überflüssig und das, weißt du, das schöne Spiel wird dadurch echt kaputt gemacht, wenn du mich fragst. Einmal, zweimal kann man das machen, aber so oft wie die auftauchen, ich möchte direkt ins Dämonengesicht schlagen. Aber gut, wir sind jetzt im Haus des Urteils und gehen nach unten, mal sehen, ob Baxter noch da ist. Wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!